einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem ProBabe-Podcast Body, Mind and Food. Ich bin die Nati und die Lizzie ist auch da. Hello! Und wir möchten heute eine Folge für euch aufnehmen und haben uns überlegt, dass wir mit euch so ein bisschen über Einkaufen sprechen, weil Einkaufen ja eigentlich erstmal so die Basis ist dafür, dass gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung überhaupt stattfinden kann und weil wir wissen, dass es gar nicht immer so einfach ist, da die richtigen Lebensmittel auszuwählen oder da irgendwie ein System zu haben, haben wir uns überlegt, wir reden einfach mal darüber und geben euch ein paar Tipps und ja, wir fangen jetzt einfach damit an. Generell, was fällt dir dazu ein, Lizzie, zum Thema Einkaufen? Also wie gehst du beim Einkaufen vor? Wie machst du das? Also ich glaube inzwischen, ich habe gar nicht so eine richtige Struktur. Ich habe inzwischen natürlich aber auch diese Ahnung, sage ich jetzt einfach mal, die meisten ja am Anfang nicht haben. Weil wenn man sich halt nicht auskennt, finde ich immer, dann geht man in den Supermarkt und man sieht halt so viele Sachen, die auch vermeintlich gut sind. Momentan ist ja auch dieses Modeding, sage ich mal, dass da überall irgendwas steht mit Protein und man denkt so, okay, super, proteinreich, aber was halt sonst noch so drin steckt, sieht man halt als Laie, sage ich mal, gar nicht. Also wenn man sich nicht auskennt, deswegen ist es halt gut am Anfang, da eine Struktur zu haben und da können wir zwei, denke ich, schon ganz gute Tipps auch geben, vor allem, wie man das halt am Anfang machen kann. Und ich finde immer ganz wichtig, also man muss halt erstmal gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel so wie bei ProBabe, wo man wirklich eine Kalorienvorgabe hat und auch die Makros hat, die man halt decken möchte, dann muss man sich auch einfach generell mit Lebensmitteln auseinandersetzen, damit man erstmal, damit man auch erstmal weiß, wo ist viel Eiweiß drin, wo ist viel Fett drin, wo sind gute Kohlenhydrate drin. Weil die meisten kennen sich dahingehend auch schon überhaupt gar nicht aus und merken dann meistens auch, wenn sie anfangen zu tracken, dass sie am Ende des Tages ihre Makros überhaupt gar nicht treffen und total entfernt sind, meistens ihren Proteinbedarf gar nicht decken. Ja, weil sie einfach die falschen, also in Anführungszeichen, falschen Lebensmittel halt auswählen. Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, dass man sich anfangs erstmal mit den ganzen Lebensmitteln befasst und auch erstmal guckt, dass man da so ein bisschen mit rumprobiert und dann halt entsprechend einkaufen geht. Das ist immer so leicht gesagt, aber am Anfang ist es, glaube ich, echt schwierig. Ja, also ich würde da zunächst erstmal empfehlen, dass man sich die Dokumente in der App anschaut. Da haben wir zum Beispiel das Dokument Makronährstoffquellen. Da stehen dann Beispiele für ganz tolle Lebensmittel drin. Oder auch auf unserem Account, wenn man jetzt noch kein Mitglied ist, da haben wir auch immer Bilder, wo zum Beispiel steht, ja, mikronährstoffreiches Gemüse oder proteinreiche vegetarische Sachen und so weiter. Genau, und wenn man sich da so ein bisschen einliest, da muss man sich halt mal einfach hinsetzen, so ein Stündchen oder zwei, dann hat man eigentlich schon die Ahnung und kann sich dann schon wunderbar einen Einkaufszettel machen, was auf jeden Fall auch mein Tipp ist am Anfang, weil ohne Einkaufszettel vergisst man die Hälfte und ja, ist schon mal so eine Grundlage. Ja, ist bei mir auch heute noch so. Also ist so oft so, dann, wenn ich irgendwas nicht aufgeschrieben habe, dann habe ich es nachher vergessen. Ja. Und ja, gerade am Anfang, wie du schon sagtest, ist es halt echt wichtig, wenn man sich mit den Lebensmitteln so ein bisschen auseinandersetzt und dann halt einfach einkaufen geht, dass man wirklich aus jeder Sparte so ein bisschen was hat. Und man muss auch einfach für sich selber immer, finde ich, gucken, was mag man gerne. Weil viele ganz kaufen halt auch einfach die Sachen ein, nur weil es irgendwie, weil jemand anders das halt vielleicht gerade isst und weil es viele Proteine hat. Aber wenn ich das vielleicht selber gar nicht mag, sollte das auf jeden Fall langfristig nicht die Lösung sein. Genau, und dabei ist aber auch wichtig, dass man auch offen ist für neue Dinge, weil ich zum Beispiel stehe mal da und denke mir so, okay, welches Gemüse esse ich jetzt? Esse ich heute Möhren, Brokkoli, was esse ich? Aber es gibt ja so viel Gemüse, was man gar nicht auf dem Schirm hat, zum Beispiel jetzt im Herbst auch so Steckrüben und so, rote Beete, den ganzen Kram habe ich noch nie zu Hause so frisch zubereitet, aber es gibt ja so viele tolle Gemüsesorten und vielleicht muss man da auch einfach mal ausprobieren und sich das trauen. Und ich weiß nicht, wir können ja mal sagen, was so die Grundlagen sind, die man eigentlich immer im Einkaufswagen haben sollte, so die Basics. Willst du anfangen? Ja, also ich habe auf jeden Fall immer ein bisschen. Ich habe immer viel Gemüse und Obst dabei. Also bei Obst muss ich auch sagen, ich war jetzt im Urlaub gewesen und habe da auch viel Neues ausprobiert. Und da habe ich so ein bisschen was mitgenommen, sage ich mal, dass ich jetzt auch im Alltag ein bisschen mehr beim Obst variiere, weil da hatte ich bisher eigentlich immer so dieselben Sachen. Momentan probiere ich da total viel aus und es gibt einfach so viele leckere Obstsorten. Und beim Gemüse ist es eigentlich genauso. Also wie du schon gesagt hast,
hängt halt eigentlich immer so auf diesen Basics, was ja auch in Ordnung ist. Kann man ja auch machen, ist ja vor allem für den Anfang gut, wenn man sowieso vorher vielleicht gar kein Gemüse oder ganz wenig nur gegessen hat. Dann ist es ja schon gut, wenn man diese Basics halt einbaut. Aber da muss man einfach nach Geschmack gehen. Also diese Grundlage habe ich auf jeden Fall viel Gemüse. Ein bisschen Obst habe ich immer dabei. Ich habe auch gerne Milchprodukte dabei. Also ich esse gerne Quark. Da greife ich auch zum Beispiel sehr gerne mal zu der 20% Variante. Es muss nicht immer 40% sein, es muss aber auch nicht immer Magerquark sein. Ja, also ich hab da immer ganz gerne so dieses Mittelding. Dann habe ich, ja meistens, ich gucke dann auch immer so ein bisschen nach Proteinquellen noch, also weil es ist natürlich nicht nur Quark. Es gibt halt einfach so viele andere Sachen, die man halt machen kann. Ich esse zum Beispiel jetzt auch nicht so oft Fleisch, also ab und zu schon mal Hähnchen oder sowas. Oder auch Thunfisch oder so esse ich ganz gerne ab und zu mal, aber halt auch nicht super oft. Was habe ich denn noch? Haferflocken habe ich irgendwie immer. Also die kauf ich jetzt natürlich nicht jedes Mal nach, aber die sind auch eigentlich so ein Basic, den ich immer drin habe. Und Avocado, gute Fettquelle, Nüsse, immer in Massen bei mir. Ja, du mit deinen Bowls. Ja, genau. Jeden Tag mit Bowls. Und was ich auch immer ganz gut finde, ist Gemüse, wenn man es, kann man auch super als Tiefkühl kaufen. Genau, das hätte ich auch angesprochen, weil frisches Gemüse, das hast du dann zu Hause und dann gammelst dir halt schnell auch, aber tiefgefroren ist ja super, da ist ja auch viel, zum Teil noch mehr Mikronährstoffe drin, gell? Durch die durchs Schockfrieren und so. Auch Obst, ich habe immer Tiefkühlheidelbeeren für meinen Quark, weil dann ist es schon so ein bisschen eismäßig und so. Ja, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und du hast ja das angesprochen mit dem Variieren beim Gemüse und Obst. Und so ganz exotisches Obst, das ist ja vielleicht manchen dann auch zu teuer. Aber generell gibt es einfach auch preiswertes Obst, voll abwechslungsreich. Also nicht nur Äpfel und Bananen, was man immer so da hat. Genau. Ja, genau. Ja. Ich habe eigentlich auch so die Grundlagen wie du. Also ich esse ja gar kein Fleisch und Fisch auch nicht zu Hause. Und auch nicht Eier und so. Aber ich kaufe ganz gerne Kichererbsen und Kidneybohnen und so weiter. Und Brokkoli zum Beispiel hat auch relativ viel Protein. Wenn du da 500 Gramm isst, da hast du auch schon gut was drin, was man auch immer gar nicht so denkt. Und ich stehe halt zum Beispiel total auf Käse. Da kannst du halt auch voll variieren. Wenn dir so die Vollfettvariante zu viel ist an Kalorien, kann ich verstehen, wenn man halt nur so 1500 hat. Als kleine Frau, die sich nicht so viel bewegt, dann will ich halt nicht 100 Gramm Käse für 400 Kalorien essen. Aber es gibt ja auch ganz leckeren Light Feta und Mozzarella und Harzer Käse und so weiter. Und da würde ich dann auch empfehlen, wirklich mal durch die Marken durchzuprobieren, weil manche Firmen, die haben dann richtig geile Light-Produkte, die auch schmecken und andere wiederum gar nicht. Und ich muss gerade so lachen, weil das ist voll der wichtige Punkt. Also erzähl erst mal weiter, das mit den Leitprodukten ist so krass. Ja, ey, zum Beispiel Feta, ne? Der einzige Leitfeta, der schmeckt Schafskäse, ist von Salakis. Ja. Der ist so geil cremig und jeder andere ist einfach nur so, Gummi. Als würdest du so alles Gummi essen und dann gebe ich halt auch gerne diese 2,49 aus und kaufe das. Und dann würde ich auf jeden Fall auch noch schauen, nach diesen vegetarischen und veganen Steaks und Schnitzeln, da sind ja viele abgeschreckt und denken dann, Tofu, das schmeckt überhaupt nicht. Diese Sachen, die sind so geil und zum Teil schmeckst du echt keinen Unterschied zu Fleisch und da muss man halt auch wirklich einfach mal in verschiedene Märkte gehen, weil Aldi, Lidl und so weiter, die haben da alle mittlerweile Eigenmarken und echt tolle Sachen und die sind auch preiswert und das würde ich echt mal probieren, damit kann man richtig schöne Sachen machen. Ja. Der Punkt mit dem Light Salakis, ich musste gerade echt so lachen, weil das ist wirklich so. Die anderen schmecken so eklig und ich sehe das genauso wie du. Ich meine, man muss nicht immer das Teuerste nehmen, und aber bei manchen Sachen macht es dann tatsächlich Sinn. Wiederum finde ich zum Beispiel bei Joghurt, habe ich das zum Beispiel ehrlich gesagt nicht. Also bei mir ist es wirklich tatsächlich so, der Joghurt, der schmeckt auch von günstigeren Marken fast genauso lecker wie der von manchen teuren. Ja. Also von daher, da muss man immer so ein bisschen gucken. Ja, bei Skyr auch, der beste Skyr ist der von Edeka und von Lidl. Und der von Rewe zum Beispiel, der ist voll so dünnflüssig. Ist richtig witzig. Das ist echt verrückt, ne? Ja, ich finde es auch mega komisch. Und vor allem finde ich auch gut, was du angesprochen hast mit dem Fleischersatz. Weil den habe ich zum Beispiel noch nie ausprobiert. Aber habe auch schon voll auf überlegt. Mach das mal. Ja, muss ich unbedingt mal machen. Das ist so lecker. So. Ja. Vor allem, du machst ja auch immer so Bowls und Pfannen und da kannst du es ja auch voll gut reinmachen. Das ist richtig lecker. Ja, genau. Ja. Genau. Also und zum Thema Preis noch kurz.
Also ich gucke mir jeden Sonntagabend die Blättchen an. Ja. Und fast immer ist irgendwas von den Sachen, die ich mag, irgendwo im Angebot. Und da muss man halt mal ein bisschen organisieren und aufschreiben und sagen, heute gehe ich dahin, morgen gehe ich dahin. Und dann kriegt man die Sachen auch zusammen. Gerade als Student oder Schüler ist das ja auch immer ein Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, also einfach so dieses Grundprinzip, was wir auch einfach sagen wollten, dass man halt einfach von allem was dann drin hat. Und dafür muss man sich halt leider, was heißt leider, eigentlich ist das gut, aber man muss sich halt einfach ein bisschen mit den Lebensmitteln beschäftigen. Ja, weil planlos genau. halt einkaufen zu gehen, ist dann meistens einfach nicht so optimal. Ja. Ja. Vor allem, ich weiß, dass das vielen dann auch irgendwo vielleicht zu bequem ist, sich mal richtig damit auseinanderzusetzen, aber das ist halt sowas, das ist ja nicht wie Vokabeln lernen, was du immer wiederholen musst. Du machst das einmal und dann weißt du das und dann ist das super und das hilft dir ja auch für dein Leben, weil wenn man sagt, man hat da keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen, ich meine, es geht ja um deinen Körper und den Brennstoff, den du da quasi reinfüllst und da sollte ja jeder mal sich irgendwie mit auseinandersetzen und da gibt es auch für mich keine Ausreden. Nee, für mich auch nicht. Sehe ich genauso. Vor allem diesen gesundheitlichen Aspekt, den du gesagt hast. Ja. Es geht halt nicht immer alles nur ums Abnehmen. Klar, man, genau. Die meisten haben halt erstmal das Ziel, abzunehmen und wollen ja. deswegen ihre Ernährung umstellen. Aber im Prinzip, was da halt hinterhängt mit der Gesundheit, ist eigentlich so viel wichtiger. Und das ist halt einfach mega wichtig, dass man sich da dann auch einfach mit den Lebensmitteln befasst, weil wenn man dann einfach mal hinten drauf schaut und das so ein bisschen lernt, auch mit diesen Inhaltsstoffen und da so ein bisschen ein Auge für zu bekommen, was da alles drin ist, dann erschreckt man sich bei vielen Sachen auch sehr. Vor allem, weil halt bei vielen Sachen trotzdem draufsteht, also dieses Marketing-Ding, also dass da einfach angelockt wird und eigentlich ist von den Inhaltsstoffen ist es ja schon eine Katastrophe, ja. Vor allem bei Müslis und so muss man da echt aufpassen. Ja, zum einen mittlerweile diese Proteinprodukte, die ja überall so geworben werden. Genau. Und zum anderen auch generell einfach die Portionsangaben. Du hast zum Beispiel eine Tüte Chips und da steht vorne drauf eine Portion 120 Kalorien. Dann denkst du, oh geil, ist ja gar nicht so schlimm, aber das ist dann die Angabe für 25 Gramm. Ja, genau. Also, dass man auf sowas achtet und sich generell auch nicht von diesen Healthy Food Strategien so blenden lässt. Zum Beispiel, das ist so Gemüsechips gibt und du denkst, geil, Gemüsechips, aber letztlich haben die genau die gleichen Makros wie ganz normale Chips und ja, sind genau. nicht unbedingt gesünder, weil die auch frittiert sind und so weiter. Also da wirklich mal einfach drauf gucken und nicht so blenden lassen und da klappt das auch gut. Ja, genau, würde ich auch sagen. Vor allem diese ganzen Firmen, die nutzen ja diese Unwissenheit halt auch momentan total aus. Ja, ganz genau. Und das genau. ist eigentlich echt mega, mega schade. Weil gerade bei diesen Sachen halt, die einen so anlocken, ne, mit diesen Gemüseschips, wo man denkt, ah, super Alternative vielleicht. Ja. Und was du auch gesagt hast, dass man ist immer sinnvoll, dass man auf dieses 100, auf die 100 Gramm Angaben guckt. Immer 100 Gramm genau. vergleichen und nicht halt die Portionsgrößen, weil man da schnell in die Irre geführt wird. Ja. Genau. Aber generell ist uns da auch wichtig, dass ihr jetzt nicht irgendwie denkt, wir verteufeln bestimmte Lebensmittel oder dass es schlechte Lebensmittel gibt. Theoretisch könnt ihr euch alles in euren Tag einbauen, nur ihr müsst halt wirklich dann schauen, dass genug wirklich gesunde Sachen auch dabei sind. Dann ist es okay, ihr dürft ja auch Chips essen und so weiter. Das solltet ihr auch machen, das ist ja auch super und das ja, dazu. Genau. Und dann hatte ich noch einen Einfall und zwar finde ich immer, man sagt ja immer, ja, man soll nicht hungrig einkaufen gehen. Ich finde ganz wichtig, dass man nicht irgendwie anfängt, in der Diät dann so Süßigkeiten zu horten oder so, weil das kenne ich noch von mir, dass ich damals halt dann extrem viele Süßigkeiten zu Hause gehortet habe und so weiter. Und das ist auch nicht immer so die beste Variante, vor allem für Leute, die vielleicht es nicht so hinkriegen, so diszipliniert zu bleiben und dann mal über die Stränge schlagen und dann vielleicht doch alles aufessen, was da ist. Also schaut wirklich, dass ihr nur das kauft, was ihr braucht und nicht darüber hinaus, weil wir haben hier keine Hungersnot und ein Krieg bricht auch nicht aus. Das heißt, wir müssen uns nicht eindecken mit was weiß ich wie vielen Sachen und dann funktioniert das auch gut. Einfach für die Woche einkaufen und gut ist. Ja, sehe ich genauso. Wenn man da irgendwie Probleme hat, dann ist es vielleicht echt eine ganz gute Strategie, wenn du da aus Erfahrung sprichst, dann kann das vielleicht auch echt der ein oder anderen nochmal helfen. Ja, genau. So, fällt uns noch was zum Einkaufen ein? Was kann man noch tun? Ich gehe jeden Tag einkaufen. Ich gehe immer jeden Tag auch. Mit so einem Weidenkorb und nehme da ein paar Sachen, weil ich gehe halt auch gerne einkaufen. Mir macht ich gehe auch super gerne, ja. Und ich sehe das aber auch so, dass ich, also ich möchte halt immer das essen, wo ich gerade Bock drauf habe. Genau. Ist natürlich ja. auch so ein Stück weit, okay, man kann natürlich auch ein bisschen was vorplanen, aber wenn ich jetzt an einem Tag auf irgendwas Bestimmtes Bock habe, dann will ich das auch essen. Und dann kaufe ich das halt ein. Ja,
Aber da vielleicht noch als Tipp für die Leute, die noch zu Hause wohnen, ich weiß nicht, vielleicht kann man ja generell mal mit der Familie sich hinsetzen und sprechen, ob nicht alle vielleicht offen dafür sind, ein bisschen gesünder zu essen, wenn das jetzt bei der Familie noch nicht so der Fall ist, weil wir kriegen da eben auch oft diese Anfrage von wegen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich noch zu Hause wohne und da mitesse und die sich so dagegen wehren. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man da sich hinsetzt und auch Ideen liefert, dann wird keiner sagen, nee, das kochen wir jetzt nicht. Also kann ich mir Ja, jetzt so nicht vorstellen, oder? genau. Und vor allem das Wichtige ist auch immer, diese generelle Abneigung haben ja nun mal leider wirklich viele. Also wenn die Mädels dann erzählen, ja, nee, bei mir stößt das irgendwie bitter auf oder so, ist ja wirklich ganz, ganz oft der Fall. Aber was da auch wichtig ist, dann einfach mal die eigene Perspektive auch zu erklären. Sachlich zu Ja, erklären. genau. Also, dass man da auch einfach mal sagt, es geht einem halt einerseits vielleicht darum, dass man halt ein bisschen was abnehmen möchte, um sich wohler zu fühlen, Ja. aber eben auch um die Gesundheit. Und ich finde, das kann man eigentlich auch gut erklären und jeder sollte eigentlich auch Interesse haben an seiner eigenen Gesundheit. Also einfach mal versuchen zumindest. Ja, und wenn sich da wirklich jemand vollkommen gegen wehrt, dann kann man ja auch sagen, okay, dann esse ich die eine Mahlzeit mit den anderen zusammen und mache halt mein Frühstück und mein Abendessen dafür halt so Ja. mikronährstoffreich und proteinreich und so. Da gibt es ja immer Möglichkeiten. Aber ich glaube halt, dass oft der Aspekt damit reinspielt, dass vielleicht die Familie dann eher auch noch Angst hat, dass man irgendwie sich in irgendwas verrennt oder so. Das ist eher dann eine Sorge, die dann für diese negative Haltung verantwortlich ist. Aber wenn man da das so kommuniziert, dann sollte es ja auch eigentlich machbar sein. Ja, denke ich auch. Sehe ich genauso. Und dann auch noch vielleicht für diejenigen, die mit einem Partner zusammen wohnen oder generell schon eine Familie haben und für die auch mitkochen können. Es sind ja alles Sachen, die auch essen können. Das heißt, auch die Kinder müssen ja viel Gemüse essen und sollten ja auch proteinreich essen. Ausgewogen. Also passt das eigentlich auch, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Super, Perfekt. dann haben wir eigentlich soweit, denke ich, Ja. alles angesprochen, würde ich sagen. Ja, zum Thema Einkauf, ich glaube, da gibt es nichts mehr zuzufügen. Genau. Ja, dann hoffen wir sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eine positive Bewertung dalassen oder auch Anregungen für Podcast-Folgen, die ihr euch wünscht zum Thema Essen, Ernährung oder auch allgemein so geistige Dinge, was damit zusammenhängt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und das war's von uns. Genau, bis dann. Tschüss! Tschö.